Ganz, ganz kurz zu mir. Ich bin David Korb, bin aktuell Referent für Nachhaltigkeit an der Uni Stuttgart bei der STUVUS, bei der Studierendenvertretung. Wir werden jetzt einen Vortrag hören vom Harald Hense, dem aktuellen Energiemanager der Uni Stuttgart, der ein bisschen erzählen wird, wie das so funktioniert, was er so tut. Und diese Präsentation, die ihr jetzt gleich sehen werdet, wird auch online zur Verfügung gestellt werden, in der Mediathek, auf unserer Webseite. Also könnt ihr, falls es jetzt ein bisschen schnell ist, auch mal im Nachgang auch anschauen. Okay, dann möchte ich jetzt direkt überleiten. Wir werden jetzt ungefähr eine halbe Stunde Zeit haben, diesen Input von ihm zu hören und dann denke ich noch so zwei Fragen zu beantworten. Wenn ihr also Fragen habt, gerne auch vorab in den Chat stellen, hier in WebEx oder in YouTube, dann kann ich die Frage entsprechend weitergeben. So, nun möchte ich das Wort übergeben an Harald Hense. Bitte schön. Ja, danke schön, David. So, bin ich online? Gut. Also, ich bin Harald Hense, ich bin der Energiemanager an der Universität Stuttgart. Seit 2008 hier zuständig und kontrolliere jetzt eben halt alles, was da energietechnisch abläuft an der Uni. Wie das Ganze ein bisschen funktioniert, will ich mal ein klein wenig erklären. Einmal natürlich ein Energiemanager, was macht der eigentlich so an der Universität Stuttgart? Was sind so seine Aufgaben? Ich denke mal, das interessanteste Thema dabei natürlich, was ist letztendlich Energiemanagement? Ja, Energiemanagement ist eigentlich ein Regelprozess, ja, nach diesem Plan-Do-Check-Act-Verfahren. Das heißt, ich plane einfach Möglichkeiten, ja, wo sucht man Gebäude raus, wo könnte man irgendwas praktisch umsetzen, wo ist es notwendig, was zu speichern. Dann gehe ich in diesen Do-Projekt rein. Das heißt, ich mache wirklich mal im Kleinen, probiere ich das aus, sehe, jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg irgendwo. Im Check sieht man dann so, läuft alles in Ordnung oder muss man vielleicht noch irgendwas optimieren. Ne? Und dann ist man in der Eckphase, das heißt, man setzt es dann wirklich im größeren Stil um. Ne? Und dann lässt man das Ding laufen und während es dann läuft, geht man praktisch schon wieder in die Planphase und guckt dann, wo kann man noch weiter optimieren und so Sachen. Und das geht dann immer im Kreis rum letztendlich. Tada. Wer sind wir? Arbeitskreis Energiemanagement haben wir da gegründet 2003. Das war praktisch noch vor meiner Zeit. Und da ist unter anderem das Heizkraftwerk dabei und hier noch hier, ja, Vermögen und Bau, praktisch das Unibauamt, noch ein paar Firmen mit dabei. Auch ein Institut von der Uni Stuttgart ist hier drin. Das Institut für Gebäudeenergetik heißt es auch ein bisschen anders. Die haben es zusammengeschlossen. Und die haben sich einfach Gedanken damals gemacht, welche Gebäude muss man denn wirklich mal hier in der Richtung angehen, sprich praktisch das von vorne dahin, einfach nochmal diesen Plan-Do-Check-Act mal angestoßen. Und zwischenzeitlich haben wir hier doch vieles umgesetzt über Contracting-Maßnahmen, haben da also 35 Gebäude zwischenzeitlich drin, von etwa 130 Gebäuden, die die Uni betreibt. Und da können wir aber jetzt dann gleich im Nachhinein dann nochmal genau auf dem Contracting, was das da eigentlich dahinter steckt. Einfach nur mal so, wer wir überhaupt sind. Da ist mal so ein paar Bilder vom Heizkraftwerk oben im Pfaffenwald. Von dem kriegen wir praktisch die komplette Fernwärme im Campus Vaihingen plus etwa 60% vom Strom. 40% werden dann von außen als Ökostrom zugekauft. Auch die Kälte wird komplett hier über zwei Kompressionsmaschinen in Kältezentralen erzeugt und auf dem ganzen Campus verteilt. Tada. Warum machen wir überhaupt Energiemanagement? Ja, das ist mal ganz interessant. Wie gesagt, wir haben doch einige Gebäude, auch noch ein bisschen ein paar kleinere, so Außendinger da, deshalb sind es sogar 150 Gebäude, aber wirklich 130, die ganz großen hier, Campus Vaihingen, unten in der Stadtmitte, der ganze Campus. Insgesamt über 700.000 Quadratmeter Fläche, wo wir hier betreuen, 420, wo also praktisch hier die Labore, Hörsäle und so weiter, alles drin sind, die Büros. Wenn man mal guckt, wir haben fast 17 Millionen Energiekosten im Jahr. Da ist es halt natürlich schon sehr interessant, da wirklich mal genauer drüber zu schauen und irgendwo mal ein paar Rädchen zu drehen und ein bisschen was einzusparen. Ja, da kann man also doch wirklich ganz schnell ein paar Euro zusammenkriegen. Auch wenn man mal so die Verbräuche anguckt, ne, hier 2018, 2019 ist jetzt da noch nicht komplett drin in der Folie.
Da hatten wir also in 2018 74 Gigawattstunden an Wärme. Das ist noch eine ganze Menge. Ne? Manche können sich da jetzt natürlich nicht ganz so viel drunter vorstellen. Das habe ich jetzt mal reingeschrieben. Im Prinzip sind es so viel wie 6.200 Einfamilienhäuschen. Ne? Wie gesagt, da oben, wir haben 150 Gebäude, ja, 130 wirklich die ganz großen. Es ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, was wir hier Strom brauchen, von der Wärme, sorry. Ja. Strom natürlich genau das Gleiche, 104 Gigawattstunden. Klar, gut, da steckt natürlich unser Höchstleistungsrechner mit drin. Aber wenn wir das mal gucken, im Vergleich, das wären 35.000 Einfamilienhäuschen, also schon eine ganze Menge. So. Wie kommt man an die ganzen Daten? Letztendlich nur, indem man sie wirklich erfasst, die Daten mit einem Server, nenne ich das jetzt mal. Ne? Der sammelt einfach alle Energiezähler, die auf dem Campus eingerichtet sind. Wenn man die ganzen Daten im 15-Minuten-Takt erfasst, abgespeichert und damit kann man dann wunderbar diese ganzen Auswertungen letztendlich nachher machen und sehen dann, wo läuft es irgendwo schief. Und was einfach ganz wichtig ist in der Geschichte, das steht eigentlich so darunter, ne? If you can't measure it, you can't manage it. Das heißt, was ich nicht messen kann, kann ich nicht beeinflussen. Deshalb ist es natürlich hier ein ganz wichtiges Thema, diese Daten hier wirklich in guter Auflösung drauf zu haben. Wenn man mal sieht, also es sind fast 700 Zähler, die wir hier drin haben. Wärme, Kälte, Strom, Wasser, Gas, alles komplett aufgeschaltet. So. Was macht der Energiemanager jetzt eigentlich mit diesen ganzen Daten, wenn die mal so zusammenkommen? Zum einen eben, ich mache solche Benchmarks, ne? Das heißt, die ganzen Strom- und Wärmedaten, Sie sehen es da unten dann nachher so von den Formeln her, da werden die Daten praktisch dann entsprechend umgerechnet, damit man dann wirklich weiß, wie viel Kilowattstunden pro Quadratmeter Jahr an Strom, an Wärme braucht so ein Gebäude und damit kann man die Gebäude dann letztendlich miteinander vergleichen, auch gerade bei der Wärme dann, wo ja hier diese sogenannte Gradtagbereinigung passiert, das ist so ein Mittelwert von 10-Jahres-Mittel von Dingsterhandel von Würzburg. Und damit ist sogar möglich, hier Universitäten aus ganz anderen Regionen praktisch miteinander zu vergleichen. Das Ganze, wenn man das dann auf unsere Energiedaten anwendet, sieht das dann zum Beispiel so aus, in der Monatsauflösung sieht, oder sorry, Jahresauflösung, sieht man da also hier praktisch dann diese entsprechenden Kennwerte von Wärme und Strom von einzelnen Gebäuden. Und da sieht man halt schön, natürlich grün ist alles wunderbar, gelb, naja, orange müsste man wirklich mal was tun und rot ist absolute Feuerwehr, ganz dringend. Ja. Es gibt natürlich drüben beim Strom gibt's ein paar rote Baustellen, ganz extreme drin. Klar, das ist natürlich unter anderem jetzt hier Rechenzentrum oder oben 3B, das ist die Bildschirmtechnik. Da ist ein großer Reinraum drin. Der braucht natürlich dann schon entsprechend ganz ordentlich an Strom. So sieht sowas zum Beispiel dann auch in der Tagesauflösung aus. Da sieht man dann wirklich hier Nachtabsenkungen, zum Beispiel die schwarzen kleinen Balken zwischendrin. Sieht man also wirklich Nachtabsenkungen vom Wochenende, kann man sowas eher sehen. Oder man sieht auch natürlich dann wärmere Zeiten, das ist praktisch so dieser violette Bereich oder kältere Regionen. Wenn es mal richtig kalt draußen war, dann geht es irgendwo Richtung Rot und Gelb als Maximumwert. Das Ganze ist ein Relativwert, das heißt, es ist unabhängig davon, wie viel das Gebäude absolut verbraucht, sondern einfach nur ein Vergleichswert, praktisch Minimum und Maximum und damit kann ich die Gebäude untereinander direkt einfach in so einer simplen Schaugrafik direkt vergleichen. So, dann gibt es natürlich so Detailauflösungen, wo man mal so Tests macht natürlich, ja, wie funktioniert meine Heizkurve, das heißt so diese grüne Kurve sollte in der Regel bei 20 Grad unten durch die Linie durchlaufen. Ab da brauche ich praktisch keine Heizenergie. Und dann gibt es halt hier so diese Blauflecken zum Beispiel, wo man sieht, jawohl, da gibt es eine Nachtabsenkung. Ne? Oder hier eben da in dem mittleren Feld, da gibt es keine Nachtabsenkung. Das heißt, da ist zum Beispiel schon mal Handlungsbedarf bei dem Gebäude. Ja, da unten ist dieser eine, wo ich mal diesen Ausreißer mit Rot gekennzeichnet habe, da in dem unteren Feld. Das ist nämlich genau die Bildschirmtechnik, wo dieser große Reinraum natürlich auch im Sommer letztendlich Wärme benötigt.
So, da, ja, ein bisschen sieht man natürlich so ein paar kleine Dinge, so ein bisschen Grundrauschen. Das ist zum Beispiel dann Warmwassererzeugung, die auch sowas lässt sich dann durchaus erkennen in Grafiken. So, das ist vielleicht auch mal so ein kleines, kurzes Schmankerlbeispiel, wo ich damals vor ein paar Jahren gesagt habe, ich schalte alle Wasserzähler auf. Und dann kamen sie so, Herr Henze, wollen Sie jetzt kontrollieren, wann wir auf die Toilette gehen? Und dann gesagt, nein, geht es mir überhaupt nicht drum, sondern mir geht es einfach um Leckagen zu erkennen. Ne? Und das ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel, ne, wo hier diese Flatline unten 0 plötzlich eben halt 400 Liter in der Stunde waren. Ne? Und 400 Liter heißt natürlich von Energiemensch, aha, Klospülung. Ne? Gleich mal schnell die Kollegen angerufen, da, hier, guck mal in den Gebäude. Ne? Knapp eine Woche später haben sie die Toilette gefunden, haben sie repariert und alles war gut. Ne? Früher sind diese Wasserdaten einmal im Jahr abgelesen worden. Ne? Und dann hat man sich dann am Ende vom Jahr gewundert, warum man 20.000 Euro mehr an Wasser braucht hat. Ne? Und dann ging die große Sucherei los. In dem Fall, ne, ging das natürlich sehr schnell. Das heißt, allein diese eine Klospülung hätte 16.000 Euro gekostet. Und da muss ich doch sagen, da lohnt sich es auf jeden Fall, hier auch Wasserzähler letztendlich elektronisch zu erfassen. So, das Contracting-Thema, das habe ich vorher mal kurz angesprochen. Was ist das letztendlich? Wir haben da einen Kontraktor oder mehrere Kontraktoren praktisch gesucht, die uns einfach Maßnahmen umgesetzt haben. Zwischenzeitlich haben wir 10 solche Verträge umgesetzt in den letzten Jahren. Davon sind jetzt noch 3 aktiv, unter anderem das aktuellste hier, das Los 4 unten, wo hier noch 10 Gebäude aus dem Campus oben dazugekommen sind. Und wenn man mal guckt, im Prinzip haben wir jetzt durch diese Contracting etwa 14,5 Millionen Euro Investments finanziert. Das heißt, diese 14,5 hätten normal vom Land kommen müssen, um diese Maßnahmen umzusetzen. So hat es eine externe Firma gemacht. Und wir sparen hier letztendlich Gelder wieder ein. Man sieht es da unten, das sind knapp etwa 3 Millionen Euro im Jahr. Und mit diesen 3 Millionen im Jahr werden dann praktisch diese 14,5 wieder refinanziert. Das Schöne natürlich für die Uni, wir haben dadurch praktisch keine zusätzlichen Kosten. Das heißt, wir haben während dieser Contracting-Laufzeit die gleichen Energiekosten, wie wenn wir nichts gemacht hätten, aber haben natürlich schon geringere Energieverbräuche. Und wenn der Vertrag so nach 7, 8 Jahren in der Regel umgesetzt ist, dann haben wir tatsächlich auch diese 3 Millionen im Jahr an Energiekosten eingespart. Wenn wir gucken, vorher eben knapp 17 Millionen, da ist natürlich die 3 Millionen ganz ordentlich. Ja, wobei, man muss es jetzt natürlich so sehen, die 17 sind tatsächlich das, was wir an Kosten haben. Das heißt, hätten wir nichts gemacht, wären wir bei 20. So, und da die Uni eben halt nicht komplett vom Land finanziert wird, sondern wir halt auch selber über Drittmittel diese Energiegeschichten ein bisschen abdecken müssen, ist es natürlich schon eine feine Sache. Hier sieht man mal so kurz, wie so im Prinzip ein Contracting gestartet wird. Ne? Ich mache mir hier so ein Schaubild, schnapp mir alle Gebäude, wo ich sage, da will ich mal reingucken. Und dann kommen die so in 4-Quadranten-Matrix rein, ne? Gibt es einmal unten das ganz grüne Feld, das dritte Quadrat. Da ist einfach Gebäude drin, die entweder sehr wenig Energie verbrauchen oder einfach vom Index her, von meinem Kennwert her, sehr gut liegen, also praktisch unter dem Durchschnittswert, 100% quasi. Ne? Und dann muss man sagen, da lohnt sich's nicht. Ne? Dann gibt es so diesen vierten Quadrant rechts unten. Das sind dann die Gebäude, da sage ich, okay, die sind zwar energetisch soweit vom Verhältnis her in Ordnung mit anderen Gebäuden, aber sie haben halt doch einen sehr hohen Energieverbrauch im Jahr. Und damit lohnt es sich natürlich durchaus auch in diesen Bereichen einfach mal sich Gedanken zu machen und was zu tun. Und natürlich oben hier, erster Quadrant, ist natürlich ganz dringend tun, ja? Weil die brauchen viel und sind auch einfach außerhalb der Mitte, außerhalb des Durchschnitts. So, da sieht man mal so ein bisschen schnell mal rein, wie sowas ausschaut. Ja, so werden in Baumaßnahmen, das waren jetzt unten die Bibliotheken der Stadtmitte, die hat eine komplett neue Lüftungsanlage bekommen.
Und wenn man überlegt, da wo die Leute unten drauf rumgelaufen waren, das war im Prinzip damals die komplette Lüftungsanlage. Ne? Die waren in den 60ern da drinnen gebaut worden und jetzt ist es wirklich nur noch die zwei kleine Kästchen da unten drinnen und der Rest ist ein, was sag ich mal, ein Fußballfeld, wo man da unten jetzt eigentlich verwenden könnte. Was man auch viel machen, ist natürlich hier in dem Flur da, das sieht man dann da in dem rechten Bild. Da haben wir also sehr viel hier diese LEDs ausgetauscht, was natürlich auch stromtechnisch dann sehr von Vorteil war. So, hier ist noch ein Beispiel, das war im Rechenzentrum Almanring 30, da haben wir eine freie Kühlung eingebaut nach draußen. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir bis etwa 14 Grad Außentemperatur, na, geh weg, so, bis etwa 14 Grad Außentemperatur können wir praktisch Kälte einfach aus der Außenluft nach innen bringen, um diese Rechnerkühlung zu gewährleisten. Und das bringt natürlich schon einiges. Ne? Im Winter ist es tatsächlich so, dass wir komplett keine Fernkälte brauchen. Das wird komplett einfach nur über Außenluft für die ganze Kälte erzeugt. Ne? In dem rechten Bild, das war ein Dings in Bandtäle unten. Da waren sehr viele Digestorien. Alle einzeln Luft unten rein, oben zur Decke wieder raus. Ne? Und dann war die Wärme weg. Und damit hat man sie jetzt gesammelt, hat eine Wärmerückgewinnung reingemacht. Und das war allein schon ein Contracting-Vertrag, damit haben wir 100.000 Euro im Jahr eingespart. Das noch ein Bild da haben wir jetzt links zum Beispiel die LED-Panel, das war im K1 unten in der Stadtmitte. Ne? Das war auch so eine Geschichte, dass man eben halt hier wirklich komplett die Leuchten dann hier als Ganzes ausgetauscht hat, also diese Panel reingemacht. Ist natürlich optisch auch eine viel schönere Sache in der Mitte. Eigentlich im Prinzip das, was meistens eigentlich hier der Hintergrund war, auch von diesem Contracting her, letztendlich die alten Steuerungen, zum Teil eben Baujahr 60, 70, die einfach nicht mehr der Norm entsprochen haben, uralte Technik drin, pneumatisch und so weiter, die einfach durch moderne Technik zu ersetzen, wo man letztendlich auch wieder Ersatzteile herkriegt. Und ganz rechts, das ist so ein Frequenzumrichter, den man dann zum Beispiel bei Motoren verwendet, damit man den natürlich sauber regeln kann, weil das dann einfach bei Luftdurchsetzen schon sehr interessant ist, dass wir hier dann doch deutlich sparen können, weil das im Quadrat praktisch die Leistung hier mit letztendlich der Luftmenge dann korrespondiert. Hier sieht man mal so ein bisschen eine Schaugrafik. Seit 2000, da habe ich mal angefangen, die Daten zu sammeln, ne, die man alle hier in so einem Schaubild aufbereitet. Und da sieht man also sehr schön, hier die dicken Linien sind praktisch das, was aktuell verbraucht wird. Und die Mäusespuren ist das, was die Uni heute verbrauchen würde, wenn wir damals nicht angefangen hätten, mit solchen Contractings hier irgendwas zu tun. Und das macht halt doch einiges aus, wenn man mal so unten guckt, bei der Kälte macht es etwa 30% aus, bei der Wärme oben sind wir bei einem Delta von etwa 30%, beim Strom etwa bei 10%. Da ist nicht ganz so einfach, hier was einzusparen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben natürlich sehr viel IT und da kann ich natürlich schlecht sagen, die IT schaltet man einfach mal am Wochenende aus oder so, macht keinen Sinn. Wir machen auch viel Forschung und Lehre, wo natürlich auch sehr viele Versuche laufen, wo wir Strom brauchen. Aber Wärme kann man doch sehr einfach natürlich hier etwas tun. Wo man hier vielleicht jetzt natürlich ein bisschen wundert, warum wir hier so eine Zickzacklinie gerade speziell bei der Wärme haben, so nach dem Motto, jetzt haben wir mal richtig eingespart, Knick geht nach unten, dann können wir im nächsten Jahr mal wieder durchheizen, ist natürlich nicht der Fall. So, das sind einfach Absolutverbräuche von der Wärme her. Wenn man das Ganze jetzt gerade tagbereinigt angucken würde, das was vorher mit dem Benchmark da mal kurz schnell drüber gezeigt habe, ne, wenn man diese Umrechnung quasi auf die Temperaturen des Jahres machen würde, dann würde man tatsächlich eine leicht abflachende Kurve sehen. Das heißt, wir kriegen immer mehr Gebäude, brauchen aber letztendlich doch eigentlich weniger an Wärmeenergie. So, parallel zu diesen großen Maßnahmen, jetzt hier Contracting, wo natürlich richtig Geld dahinter steckt, ja, Refinanzierung 7, 8 Jahre, mache ich natürlich auch kleine Maßnahmen. Unter anderem zum Beispiel hat man hier die Bibliothek oben in Feingen im NWZ, die haben wir hier vor ein paar Jahren komplett mit LED ausgestattet. Und wenn man da mal guckt, ja, Return of Invest 2,5 Jahre ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Wobei das, sage ich mal, damals
noch, sage ich mal, deutlich länger gebraucht hat, weil damals die Röhren einfach noch sehr teuer waren. Da haben die Dinger so um die 100 Euro gekostet. Zwischenzeitlich kaufe ich so eine Röhre für 10, 12 Euro. Das heißt, wenn ich die reinmache, ist eigentlich nach ein paar Monaten, habe ich schon praktisch mein Geld wieder rein. Ja. Auch sonst, wenn man mal sieht, allein schon die paar Röhren, was man da hier jetzt verbaut hat, die Einsparung 78 Megawattstunden im Jahr entspricht ungefähr so viel wie unsere ersten PV-Anlage auf dem Wasserbau im Pfaffenwald 61. Ne? Die können wir damit den Strom schon wieder anderweitig verwenden und müssen da also nicht hier in die Beleuchtung reinstecken. Genauso ein Beispiel hier kam kurz drauf, ja. Kam hier Sicherheitswesen, sagte eine Werkstatt zu dunkel, die Leute können nicht arbeiten. Ja. Wir brauchen hier unsere 600 Lux, damit die hier an den Maschinen gescheit arbeiten können. Wir hatten aber nur knappe 300, 400 Lux. Und dann ich sagte, okay, machen wir LED rein. Ne. Und dann sind wir hier also locker auf 1200 Lux da gekommen. Das heißt also weit mehr als das, was wir eigentlich tatsächlich gebraucht hätten. Und natürlich letztendlich auch deutlich mehr als das, was wir vorher hatten. Und wenn wir dann gucken, was wir hier an Energieersparungen haben, ist es natürlich schon enorm. Das heißt, wir brauchen deutlich weniger an Strom, aber viel mehr an Helligkeit. Das war auch eine nette Idee, der Hanne. Das kam aus einem von meinen Werbeaktionen. Da kommen wir gleich noch ein bisschen kurz schön drauf, ne? Bei so einer Werbeaktion haben wir gesagt, hier, Leute, macht euch mal Gedanken drüber, wo könnte man denn mal so richtig gut was einsparen? Und da kam hier unter anderem die Biologie im NWZ2, im Physikhochhaus, ne? Die haben gesagt, wir haben hier zwei Wachstumskammern, sind mit normalen Leuchtstoffröhren ausgestattet, brauchen eine unheimliche Menge an Wärme und letztendlich auch viel Kälteleistung, um natürlich diese Wärme wieder rauszukriegen, damit man hier stabile Temperaturen für die Pflanzen irgendwo hat. Und vor Jahren habe ich mir das auch schon angeguckt und gesagt, können wir nicht was mit LED machen? Nein, geht nicht, gibt nichts Gescheites. Zwischenzeitlich gab es tatsächlich hier Hersteller, die sich in der Richtung mal schlau gemacht haben. Und dann haben wir diese Technik, da haben wir jetzt unter anderem hier verbaut, für knapp 120.000 Euro. Und es hat sich also wirklich hier gelohnt. Innerhalb von ein paar Jahren haben wir hier tatsächlich die Energie wieder zurück. Und wir müssen tatsächlich sogar in diesen Wachstumskammern zwischenzeitlich nachheizen, nicht mehr kühlen, weil einfach die Wärme jetzt praktisch von den LEDs gar nicht vorhanden ist. So, alternative Energien, natürlich ganz heißes Thema. Ne? Darum sind wir ja eigentlich im Prinzip da, im Rahmen der Nachhaltigkeit. Was können wir denn tun? Wir können natürlich Geothermie zum Beispiel machen. Das heißt, wir bohren in das Erdreich rein, holen uns die Wärme aus dem Erdreich raus. Wir können Solarkollektoren aufs Dach drauflegen. Das heißt, wir machen Wärme praktisch direkt aus der Sonnenstrahlung. Wir können Biomasse verbrennen, zum Beispiel in unserem Heizkraftwerk, Windkraft, wenn wir so Windräder irgendwo hinstellen, Photovoltaik natürlich zum Strom erzeugen. Das Ganze hat natürlich alles irgendwo seine Vor- und Nachteile. Geothermie, zum Beispiel haben wir ein Gebäude haben wir mit Geothermie, das ist oben der Pfaffenwald 29, das neue Raumfahrtzentrum, da ist so eine Anlage drin, läuft nicht sehr wirtschaftlich und es ist auch nicht ganz so trivial, weil wir hier keinen geeigneten Boden eigentlich haben, um diese Geothermie auszuführen. Gehe ich aber nicht direkt voll ins Detail mit rein. Solarkollektoren, klar, kann man natürlich machen, alles schön und gut, für einen Häuslebauer durchaus interessant. Bei uns, wenn wir natürlich ein Heizkraftwerk haben, wo Wärme erzeugt, wo diese Wärme Senke eigentlich braucht, um parallel über Kraft-Wärme-Kopplung auch Strom zu erzeugen, ist es eher kontraproduktiv. Deshalb Solarkollektoren macht hier keinen Sinn. Biomasse, ja, können wir durchaus machen. Wir hatten mal die Anfrage gemacht, ans Heizkraftwerk, können wir eine Pellets verwenden? Und da sagt er, ja klar, kein Thema. Aber ich habe es hier mal hingeschrieben, 2500 LKW im Jahr. Das heißt so 20 bis 30 LKW, 22 Tonner würden hier am Tag sich praktisch die Klinke in die Hand geben, um dieses Material zu liefern. Naja, den Feinstaub und so weiter, das will ich gar nicht wissen. Windkraft, ja, macht hier auf dem Campus leider keinen Sinn. Der Wind ist einfach
im Schnitt mit 3 Meter pro Sekunde zu langsam. Wir sollten etwa 10 im Schnitt im Jahr haben, dann wäre die ganze Sache rentabel. Photovoltaik lohnt sich sehr wohl, ja. Das heißt, wir haben natürlich schon einige Anlagen hier auf dem Campus installiert. Also das ist natürlich noch wirklich noch ein Tropfen auf den heißen Stein, was wir hier produzieren zurzeit. Ich habe mal eine Studie gemacht, wo ich sagte, okay, wir wenden alle Dächer, egal ob da jetzt die Statik mitmacht oder nicht. Wir klatschen auch alle Fassaden zum Beispiel zu, wo irgendwo interessant wäre, machen da entsprechende Photovoltaik drauf. Könnten wir immerhin auf 4 Megawatt Peak kommen, die die Uni praktisch damit selber Grünstrom erzeugen könnte, wäre aber eine Abdeckung von etwa 2% des Gesamtbedarfs der Uni. Das heißt, es ist nicht ganz so trivial, hier wirklich rein nur PV praktisch, sag ich mal, klimaneutral zu werden. Ich habe mir das mal so grob mal überlegt. Im Prinzip müssten wir den kompletten Campus Vaihingen flächendeckend mit einer PV-Anlage abdecken. Drunter wäre es ein bisschen dunkel. Dann hätten wir diesen Stromenergie in der Produktion. Hier ist mal so ein kurzer Überstand, was wir aktuell an PV-Anlagen haben. Es sind noch 2 in Planung, die in Kürze dann kommen werden, gerade speziell bei Neugebäuden oder bei Großsanierungen ist es zwischenzeitlich Pflicht vom Land, dass wir auf jeden Fall auf das Dach eine PV-Anlage bekommen. Aktuell, man sieht es hier, 270 Megawattstunden, das heißt etwa 3 Promille des Energieverbrauchs. Eine interessante Geschichte natürlich, wo kriegt man denn sonst noch alternativ Wärme her? Und da sind wir zum Beispiel auf den Höchstleistungsrechner gestoßen in einer Studie, die von einem Institut hier an der Uni Stuttgart, vom IER, Institut für Geothermie Energieanwendung, gemacht wurde. Und da ist die Idee, wir verwenden einfach die Abwärme aus diesem Rechner, der ja aktuell bei etwa 4,5 Megawatt liegt, ne? Dann haben wir praktisch 4,5 Megawatt an Wärme, hätten wir verfügbar, die wir auf dem Campus verwenden können. Allerdings das Problem ist natürlich, unsere aktuellen Gebäude sind natürlich alles mit Hochtemperatur. Das heißt, wir brauchen natürlich in den Gebäuden irgendwo unsere 70, 90 Grad. Entsprechend ist natürlich auch hier, man sieht es in dem Text drin, die Vorlauftemperatur vom Heizkraftwerk je nach Außentemperatur zwischen 90 und 120 Grad. Das kriegen wir natürlich über so einen Höchstleistungsrechner natürlich nicht hin. Aber die nächste Rechnergeneration, die jetzt irgendwann in 4, 5 Jahren ansteht, wo man so tendenziell irgendwo bei 16, vielleicht auch 25 Megawatt hinkommen könnten, da sieht es natürlich schon ein bisschen interessanter aus, weil da geht dann die Abwärmetemperatur schon gegen 50 Grad. Im Moment sind wir bei irgendwo 30 Grad. Das ist natürlich noch ganz, ganz schwer natürlich irgendwo hier in unseren Gebäuden unterbringen. Also vielleicht gerade so speziell ganz neue Gebäude, Fußbodenheizung, Flächenheizung in der Wand oder so. Da könnte man schon mal ein bisschen was machen. Bei 50 wird es schon interessanter. Da könnte man schon wirklich mehr damit machen. Vielleicht auch einfach mit einer kleinen Wärmepumpe vielleicht noch ein bisschen hochheben. Könnte man schon einen Großteil unserer Gebäude mit dieser Technik abdecken. Wir machen auch Gedanken drüber, ob man hier da oben beim HRDS zum Beispiel einen Langzeitwärmespeicher integrieren, damit man einfach auch die Wärme praktisch, die im Sommer entsteht, wo man sie nicht verwenden können, dann praktisch zwischenspeichern kann und dann im Winter wieder abrufen. So, jetzt natürlich das ganz heiße Thema, letztendlich auch von meiner Seite natürlich. Jetzt haben wir praktisch mal so die ganzen finanziellen Maßnahmen abgedeckt, die man machen kann, also Contracting hier oder diese kleinen Maßnahmen. Ne? Was eigentlich auch ganz wichtig ist, sind einfach die Nutzer selber natürlich. Ja? Weil wenn die Nutzer nicht mitmachen und ihr Licht anlassen, den PC durchlaufen lassen und so weiter, dann ist es natürlich alles wieder gegenproduktiv. Deshalb hier natürlich ganz wichtig, dass ich einfach unter anderem eben in der Webseite hier Ideen gebe, Tipps gebe, was können wir denn tun, ja? Wie können mich einfach hier die Mitarbeiter und Studierenden der Uni Stuttgart unterstützen in meiner Arbeit, weil letztendlich habe ich dadurch
einen riesen Multiplikator. Für mich ist es nicht möglich, natürlich hier einmal am Tag die ganzen Gebäude durchzulaufen, zu gucken, ob wirklich jeder sein Licht ausgeschaltet hat. Wenn ich natürlich die Studierenden und Mitarbeiter nehme, dann habe ich ein Potenzial von 30.000 Leuten. Da ist dann schon ganz andere Hausnummer dahinter. Das Ganze läuft zum Beispiel unter anderem mit solchen Werbeaktionen, die wir schon mehrere hier am Campus gestartet haben, wo dann einfach halt hier entsprechend genau auf diese Themen eingegangen wird und dann hier zum Beispiel eben diese grüne, goldene Glühbirne, die hat dann eben dann unter anderem zu dieser Aktion mit diesen Pflanzenleuchten geführt. Dann natürlich mache ich auch immer wieder mal solche Lehrgänge, wo ich dann einfach hier Mitarbeiter zum Beispiel dann entsprechend ein bisschen ins Detail diese ganze Geschichte schule. Und letztendlich ist es so, wenn die Leute das, sag ich mal, dann auch zu Hause anwenden, dann bringen sie das Wissen dann auch irgendwann hier in die Uni mit rein. Und da sage ich einfach eben halt, was sind so unsere großen Energieverbraucher? Letztendlich einfach Beleuchtung, wenn man mal so sieht. Ja. Und was kann man dagegen tun? Auch zum Beispiel eben dieses Energiemanagement, was ich hier ganz groß in der Uni mache, kann man natürlich auch zu Hause wunderbar mit so kleinen Dingern machen. Temperaturregler da hier einfach an die Heizung ran oder Strom messen und dann entsprechend das auswerten. Und hier auch die Raumlüftung ist eine ganz wichtige Sache. Ja, das sieht man halt doch immer wieder, dass einfach hier die Fenster gekippt werden. Und dann geht man natürlich einen Haufen Wärmeflöten. Das heißt, hier sollte man nicht tun. Das sollte man natürlich mit einer sogenannten Stoßlüftung machen. Einmal kurz durchlüften, 3-4 Mal am Tag. Und dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn man das ein paar Minuten macht. Dann geht keine Wärme verloren, aber man hat komplette Frischluft drin. So, zusammenfassend noch ganz schnell. Ja, letztendlich ist es einfach wichtig gewesen, dass wir hier dieses Energiemanagement aufgebaut haben vor fast 12 Jahren. Weil wir zwischenzeitlich einfach hier dadurch 3 Millionen Euro im Jahr einsparen. Wärme, Kälte 30%, Strom 10%, ist doch eine ganze Menge. Und die Strategie vom Energiemanagement ist einfach noch jetzt noch Großversuchsanlagen mit reinzukriegen, um weitere Stromeinsparmaßnahmen hinzukriegen. Ziel ist einfach diesen Anstieg, den man so vorher in dieser gelben Linie gesehen hat, den man wirklich mal gnadenlos nach unten zu drücken, so wie wir es bei der Wärme auch hingekriegt haben. So, alles klar. Und damit sind wir schon in der Fragerunde, die wir mal ganz schnell durchziehen. Wenn es dann noch nähere Fragen gibt, ist im Anschluss hinten drin noch meine Adresse. Da können Sie sich dann gern bei mir mal melden, telefonisch oder per E-Mail gerne. Und dann kann ich Ihnen da auch nochmal genauer Details geben hier zu diesen ganzen Folien, die wir nachher veröffentlichen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Genau, die Zeit ist schon weit fortgeschritten, weil wir ja später angefangen haben. Trotzdem würde ich jetzt noch kurz die Möglichkeit auch geben, noch eine kurze Frage zu stellen. Also wenn jemand noch eine Frage hat, eine wichtige, gerne jetzt noch tun. Ansonsten ja nochmal der Hinweis darauf, die Folien werden veröffentlicht. Die ganzen Zahlen können also auch nochmal im Nachgang angeschaut werden. Und es besteht natürlich auch eine Möglichkeit, dann nochmal den Harald Hense per E-Mail nochmal zu benachrichtigen oder anzufragen. Ich hätte auf jeden Fall noch eine wichtige Frage, weil ich denke, das ist auch für die Uni Stuttgart essentiell für die Zukunft, und zwar das HKW. Das ist ja mit Erdgas betrieben, somit nicht klimaneutral. Und es gibt ja schon so Überlegungen, wie man es schaffen könnte, das umzurüsten, vielleicht auch auf Biogas oder sowas. Wie konkret sind da die Pläne und hältst du das für machbar, dass wir das in den nächsten 10 Jahren vielleicht schaffen, das klimaneutral zu bekommen? Ja, also wir haben mal mit dem Heizkraftwerk gesprochen, Biogas wäre im Prinzip möglich, sogar, dass wir direkt Biogas einspeisen. Man müsste allerdings die Regelparameter verstellen an den Anlagen, weil die sind halt natürlich für das normale Erdgas optimiert und das Biogas hat ein bisschen andere Zusammensetzung. Von daher im Prinzip ja, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist nicht ganz so trivial. Ne? Zweite Möglichkeit wäre natürlich, so wie wir es im Prinzip beim Ökostrom haben, ne? Wir könnten auch Biogas zukaufen, wobei das Biogas irgendwo in Deutschland
wegen mir irgendwo im Norden von Deutschland eingespeist wird, da wird es direkt verbraucht. Wir verbrauchen unten und beziehen aber praktisch das Zertifikat. Das ist natürlich ein bisschen, naja, linke Tasche, rechte Tasche, irgendwo ein bisschen Verwischerei. Ja. Ist natürlich auch so im Prinzip beim Ökostrom. Ja, wir haben seit 2015 Ökostrom, aber der Ökostrom wird in Norwegen über Wasserkraft erzeugt. Norwegen hat keine direkte elektrische Verbindung mit Deutschland. Von daher, auch da ist es eigentlich nur ein reiner Zertifikatsausgleich. Hm. Okay, ja, danke für die Antwort. Ich denke, da wird auf jeden Fall noch viel dran, ja, diskutiert werden müssen, wie wir das schaffen, weil Klimaneutralität ist nun mal ein wichtiges Ziel. Ja. So, da jetzt nun keine weiteren Fragen reingekommen sind, würde ich mich nun bei dir, Harald, bedanken, dass du hier diesen Vortrag gehalten hast. Es war spannend, diesen Einblick zu bekommen. Und ja, auch danke an alle Teilnehmenden. Die Aufzeichnung wird es auf YouTube geben und auch die Folien werden bereitgestellt werden. Dann ja, bleibt mir bloß noch darauf hinzuweisen, dass die Nachhaltigkeitswochen noch nicht zu Ende sind. Um 18 Uhr beginnt die nächste Veranstaltung, Krise als Chance, Nachhaltigkeit nach Corona mit Professor André Reichel. Und morgen geht es natürlich auch weiter mit spannenden Programmpunkten. Und ja, damit vielen Dank und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, schönen Abend allen zusammen. Dankeschön.